wenn dann los ist, auf allen Frequenzen irgendwie, wenn du geredet bist, habt ihr das, liegt das in der Familie? Hast du das irgendwie mitbekommen aus der Familie? Irgendwie schon, ja. Die ganze Familie sind auch mit dir. Ganze Familie? Pass auf, da muss ich die nachher mal fragen, weil in meiner, die gucken mich immer komisch an und sagen mal, wir wären kommunikationsgestört. Stimmt aber gar nicht, stimmt. So. Florian, ich habe gesehen, Radfahren, Karate, Schlagzeug, Amateurfunk, viel gestreut. Ich habe immer so ein bisschen das Problem damit bei diesen ganz Kleinen, wenn ich das immer miterlebe. So nach ein paar Jahren, für mich war das was ganz Irres, diese Rufzeichen zu machen. Ihr seht, irgendjemand hat gefragt, ob ich mir schon mal ein Rufzeichen hätte eintätowieren lassen. Nein, so weit, ich habe Angst vor Nadeln, so weit gehe ich nicht. Aber ich trage das mit Stolz und ich habe das Gefühl, wenn ich das so sehe, geprüfter Funkamateur, du bist da auch sehr stolz drauf. Kann man so sagen, ja. Prima. Dann kann ich nur eins sagen, damit du das nie mehr vergisst, bekommst du hier einen Pokal. Das ist der jüngste CEPT-1-Funk-Amateur Österreich. So. Der macht sich bestimmt gut. Jawohl, danke schön. Der macht sich bestimmt gut zwischen dem Karate, Pokal und was weiß ich nicht alles. Aber vielleicht kriegst du auch mal eine Funkbude und dann kommt er oben drauf. Und da kann man unheimlich gut Stecker drin sammeln. Und so, hier oben ist viel Platz drin. Also alles, alles Gute. Ich hoffe, dass ich noch so lange lebe, dass wir auch irgendwann mal Funkkontakt haben können und so weiter. Mir macht das auch sehr viel Spaß. Ich wünsche dir, dass du ganz, ganz lange viel Spaß daran hast. Alles, alles Gute nochmal. Bye, bye.